Meine Damen und Herren, jetzt kommt sozusagen der entscheidende Satz. Nein, nicht das Buffet ist eröffnet. Nein. Der entscheidende Satz: Hiermit erkläre ich die Light and Building 2012 für eröffnet. Herzlich willkommen zur Light and Building 2012 auf dem Frankfurter Messegelände. Mein Name ist Tim Frühling und zusammen mit meiner Kollegin Julia Cech bin ich unterwegs für Sie auf der weltgrößten Messe für Licht- und Gebäudetechnik. 2352 Aussteller werden Ihnen hier die Trends der Zukunft präsentieren. In den kommenden 6 Tagen dreht sich hier also alles um die Zukunft von Licht, Elektrotechnik, Haus- und Gebäudeautomation sowie Software für das Bauwesen. Das Angebot der Industrie hier auf der Messe sieht wie folgt aus. Licht- und Gebäudetechnik wird miteinander vernetzt. Und das alles mit dem Ziel, so energieeffizient zu sein wie nur möglich. Und gleich zu Beginn ist hier bei der Eröffnung der Building Future Award verliehen worden. Der Zukunftspreis der Messe Frankfurt geht an den ukrainischen Wissenschaftler Kostja Ostrikow. Die Messe würdigt damit seine Forschungsarbeit im Bereich der Plasma-Nanotechnologie, ein Spezialfeld, das völlig neue Möglichkeiten bei der Energiegewinnung bietet. And I believe that if each and every one of us, the citizens of planet Earth, we'll follow this principle. Every day, our future will be happy and sustainable. Danke schön. Wir sind jetzt hier am Technologieforum und neben mir steht Klaus Jung, der Geschäftsführer des Fachbereichs Elektroinstallation im ZVEI. Was ist denn, Herr Jung, eigentlich der Grundgedanke hinter diesem Technologieforum? Ja, der Grundgedanke ist schlicht und ergreifend, die Light and Building entwickelt sich von einer Komponentenmesse hin zu einer Systemmesse. Und insbesondere die Energiewende, wir diskutierten heute eingangs auch auf dem Panel darüber, entwickelt sich hin zu Systemen. Genau, und das wollen wir breit sozusagen aufzeigen. Hier hinter uns wird schon referiert. Was sind die Highlights auf diesem Technologieforum in dieser Woche für Sie? Also die Highlights sind sicherlich die Podiumdiskussionen genau zu diesen Schwerpunkten, die sich aufgliedern in Primetime-Talks, wie wir das genannt haben, wo Geschäftsführer, auch Politiker, Spitzenbeamte über diese Technologien und über die Marktentwicklung diskutieren, Businessmodelle, die es benötigt, um genau diese Energiewende auch weiterzuentwickeln und dann letztendlich auch die Fachtalks, wo ganz konkret, wo stehen wir dann technisch, wo stehen wir in der Normung, wo haben wir noch Hemmnisse und Lücken, was ist noch in Zukunft zu tun, und das sind für mich eigentlich die Highlights. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Veranstaltung. Danke. Herr Marzin, die Light and Building gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren. Die Energieeffizienz, die wird aber immer wichtiger. Kann man sagen, Sie haben da schon frühzeitig ins Schwarze getroffen? Ja, Licht- und Gebäudetechnik wird immer wichtiger. 40% der Energie wird im Gebäude verbraucht. Und wir haben hier die Weltleitmesse. Insofern ist es tatsächlich einerseits ins Schwarze getroffen, andererseits auch eine große Herausforderung, die Branche immer wieder mit einer optimalen Messe zu versorgen. Und wir geben uns alle Mühe. Mit herzlichen Dank, Herr Marzin. So,
das war also der erste Tag der Light in Building. Und Tim, was passiert als nächstes? Am Montag geht es um das Leitthema Energieeffizienz und um die Sonderschau Das Gebäude als Kraftwerk. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind.